Hallo ihr Lieben, heute mal ein Video zum Thema Ernährung für Babys, ja, also wenn sie 6 Monate alt sind und man fängt an, den Beikost zu geben. Falls ihr euch wundert, ich sehe vielleicht ein bisschen anders geschminkt aus. Ich habe heute Puder drauf, das halt ohne Chemie ist, das hatte ich mir vom Internet bestellt. Ich bin noch am Testen und werde auf jeden Fall eine Review, oder wie das da heißt, dazu geben, wie ich das finde und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall hoch abdeckend, ich habe jetzt zwar nicht viel gemacht, aber finde, ich sehe schon so ein bisschen, also man sieht schon, dass ich was drauf habe. Es geht um Ernährung für Babys, ja, von Anfang an. Ich möchte so viele Mütter erreichen, wie es nur geht, weil ich es am Anfang falsch gemacht habe, komplett falsch bei den ersten beiden Kindern. Beim dritten ist es auf jeden Fall jetzt schon besser. Aber ja, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht, lernt aus den Tipps, wer lernen möchte, wer aufnahmebereit ist und es wissen möchte. Ich habe einen Bericht gesehen, der passt jetzt total zu meinem Video. Ich kann ihn nicht einblenden. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich guck mal, dass ich den auf meiner Facebook-Seite poste, wenn ich es da drauf kriege. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe den Bericht auf meiner privaten Facebook-Seite bekommen. Und ja, ich versuche den mal auf meiner MummyFit-Facebook-Seite zu posten, damit ihr den mal seht. Da wird gezeigt, wie bei einigen Kindern ein Test gemacht wurde vor einigen Jahren, so ein Experiment. Die fingen mit Beikost an, ja, ich glaube, die waren auch 6 Monate alt. Und diese Kinder haben nur gesunde Sachen bekommen. Gesunde Sachen in dem Sinne, dass sie zum Beispiel halt, ich glaube, viel Rohkost. Ich weiß nicht, ob da was Gekochtes dabei war, aber bestimmt auch. Und die haben dann 6 Schälchen bekommen, alle Kinder, ja, die saßen auf ihrem Hochstuhl. Und dann haben sie halt entweder so einen Brei gekriegt oder Karotten oder was war denn noch dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie wirklich Tomaten, Gurken, Spinat, also solche Sachen bekommen. Und bei dem Test kam dann raus, dass die Kinder, die haben gegessen, ja, es ist nicht so, dass sie es weggeschmissen haben. Wir denken ja immer, es schmeckt ihnen dann nicht. Sie haben Auswahl bekommen. Sie haben nicht ein Gericht bekommen, sondern 6 kleine Schälchen. Und wirklich immer nur ein bisschen, in jedem nur ein bisschen. Und die Kinder wurden ja auch mit dem Blut untersucht, ob sie einen Mangel haben. Und manche hatten einen Mangel, zum Beispiel jetzt Eisenmangel, sage ich mal, ja. Die Kinder, die einen Eisenmangel hatten, haben dann wirklich zu Lebensmitteln gegriffen, die Eisen haben, ja. Und sobald sie ihren Eisenspeicher wieder aufgefüllt haben, wollten sie dieses Gericht nicht mehr essen. Es hat nicht mehr geschmeckt, also nicht mehr geschmeckt, aber sie wollten es nicht mehr. Also man hat die Kinder einfach gelassen, dass sie sich selbst entscheiden, was sie essen, und sie haben sich immer für das Richtige entschieden. Wir Erwachsene denken ja immer, das Kind kann sich nicht entscheiden, oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Akku. Also ich bin selbst auch so aufgewachsen, dass das heißt, das Kind weiß nicht, was ihm gut tut. Und das ist komplett falsch. Wir Erwachsene wissen nicht, was dem Kind gut tut, in dem Sinne, wenn wir es vollstopfen mit Brötchen und Nudeln. Also ich würde es jetzt so machen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen könnte, würde ich so machen, dass ich auch verschiedene Sachen anbiete. Das hört sich jetzt an, das wäre viel Arbeit. Okay, da wird gerade ein bisschen randaliert. Also ich würde es so machen, ich würde dem Kind wahrscheinlich Gurke anbieten, ich würde ihm ein bisschen Spinat anbieten, kleinen Salate. Man kann sie auch pürieren und mixen. Ne? Wenn sie jetzt ganz klein sind, kann man ja nicht das so groß machen. Ganz kleine Stücke schneiden, pürieren, zum Beispiel eine Kartoffelsuppe, eine Kürbissuppe. Die Gurken würde ich wahrscheinlich reiben oder raspeln, ja, dass es ganz, ganz dünn ist. Und die Karotten und die Gurken und was denn noch, die Tomaten ganz klein, den Apfel dann zum Beispiel auch klein reiben. Halt Früchte und Gemüse würde ich anbieten, natürlich biologisch, ja. Das würde ich jetzt so machen, dass ich wirklich, genau wie in diesem Beitrag, das würde ich dann komplett so kopieren, so kleine Schälchen, und das Kind kann entscheiden, was es möchte. Und wenn es nichts essen möchte, dann will es halt erstmal nichts essen. Ja, dann es wird nicht sterben vor Hunger. Ja, solange das Essen da ist, wird es nicht sterben. Das ist ein weiterer Punkt, den du als Mutter oder Vater wirklich beachten solltest. Bitte nicht das Kind zwingen. Ich habe selbst am Anfang mit meinem ersten Sohn den manchmal wirklich gezwungen. Also wenn ich daran denke, tut mir mein Herz weh. Ich bin ja selbst so aufgewachsen, dass ich gezwungen wurde, das muss ich mal zumachen, zu essen. Und ich bin dann so aufgewachsen, dass ich essen muss, sonst werde ich nicht groß und stark. Und dann wurde mir dann halt, keine Ahnung, wirklich, meine Eltern sind sehr liebevoll, ich will die jetzt nicht schlecht reden. Sie haben es gut gemeint, und aus ihrer Sicht war ich immer sehr dünn, und sie hatten Angst, dass ich sterbe. Tatsächlich, also bei meiner Mutter war die Angst da, dass ich sterben könnte, weil ich nicht genug esse. Und dann wurde ich wirklich gezwungen zu essen, und ich habe da so schlechte Erinnerungen daran. Und meine Eltern erschrecken sich, wenn ich ihnen das erzähle, wie schlecht ich mich damals gefühlt habe, dass sie mich immer gezwungen haben, meinen Teller leer zu essen. Und ich war immer die Letzte am Tisch, durfte nicht aufstehen, bis der Teller leer war. Und ich kann mich erinnern, das war für mich der Horror. Ich hatte dann zum Beispiel einen Teller, Nudelsuppe, und da war ganz viel Gemüse drin, Petersilie. Also heute esse ich das ja, aber früher dann diese gekochten Karotten, ekelhaft. Ja, die esse ich heute nicht, gekochte Karotten. Da war so viel gekochtes Gemüse drin, ich konnte es nicht essen und wurde gezwungen, den Teller leer zu essen. Ich saß da Stunden an dem Teller, bis ich den leer gegessen habe. Ich bin dann manchmal aufgestanden, habe ein Stück Petersilie in den Müll geschmissen, und ein Stück von der Karotte ins Waschbecken, bis es meine Mutter dann gemerkt hat. Und dann hat sie mir
um nochmal zurückzukommen auf die Tipps für die Mütter, was ich jetzt machen würde, also was ich falsch gemacht habe bis jetzt bei meinen ersten beiden Kindern, sie haben Fleisch bekommen von Anfang an, als sie 6, 7 Monate alt waren. Ich hatte halt so eine Tabelle und habe ich dann halt geguckt, okay, das Kind soll Fleisch püriert bekommen, soll das, das habe ich alles gemacht. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Es ist schon gar nicht, also wenn du Fleisch geben möchtest, ja, aber ich würde es nicht schon mit 6 Monaten geben oder mit 7 Monaten. Also ich würde echt warten. Das ist so schwer verdaulich vom Körper. Und dann von Anfang an dem Kind das schon zu geben, also verstehe ich jetzt erst, dass das eigentlich falsch ist. Meine Kinder, ich habe sie so konditioniert, jetzt die ersten beiden, dass sie viel Brot lieben und Nudeln. Ich habe einfach viel mit Nudeln gekocht, viel, also Lasagne, Nudeln, Nudelsuppe, solche Sachen, weil es halt schnell geht. Und weil ich auch keine Ahnung hatte. Und Brot, Brezel, solche Sachen habe ich halt sehr oft angeboten. Und natürlich haben die ihren Geschmack dann so konditioniert, sagt man das so, dass sie natürlich das lieben. Ich hab sie ja dazu gebracht, dass sie das lieben. Wenn ich ihnen jetzt ein Obstteller gebe, essen sie zwar, aber Gemüse nein. Karotte, Gurke, okay, alles andere ist ein No-Go. Bei meinem Kleinsten jetzt habe ich es natürlich anders gemacht. Hat keine Nudel bekommen, hat Quinoa von mir bekommen. Mit Brokkoli, da hat er es gegessen. Ich saß da mit großen Augen und dachte, der isst das. Das würden die Großen niemals essen. Wenn, dann würden sie vielleicht den Quinoa essen, aber nicht das Brokkoli. Aber er kannte das nicht anders. Ich habe es ihm angeboten, habe mich dazugesetzt, habe mitgegessen. Er hat sich den Brokkoli angeguckt, hat reingebissen. War okay, hat einfach gegessen. Ich habe ihm halt viel Obst angeboten, viel Gemüse klein. Hat er alles gegessen, isst er auch immer noch. Smoothies, wenn die bitter sind, trinkt er die mit mir. Ich mache sie ja für mich nicht so süß. Ich versuche weniger süß. er isst gerade... Maulbeeren sind alle runtergefallen. Auf jeden Fall sehe ich halt den Unterschied, dass er tatsächlich diese Sachen isst, die gesund sind. Und man denkt ja als Eltern, meine Kinder wollen nichts Gesundes essen. Und ich sehe jetzt bei mir den Fehler. Ich habe es ihnen ja gar nicht angeboten von Anfang an. Ich habe ihnen ja am Anfang direkt halt Sachen angeboten, wo ich denke, das wird ihnen, das, was mir schmeckt, wird ihnen auch schmecken. Lasagne, sollen sie Lasagne essen, ja. Habe ich leider so gemacht. Und deswegen würde ich einfach euch den Tipp geben, macht es von Anfang an anders als alle anderen Menschen, macht es nicht so wie der Mainstream, die dann, oder wie es im Fernseher gezeigt wird, oder wie es halt in diesen ganzen Berichten gezeigt wird, das Kind soll diesen Brei, schon gar keine fertige Brei. Ihr könnt Brei alle selber machen, einfach zum Beispiel einen Bananenbrei, jetzt nur ein Beispiel. Oder, oh Gott, es gibt so viele Tipps, die ihr selber machen könnt. Wenn ihr einen Grießbrei unbedingt anbieten wollt, kauft euch den Grieß, gibt es im Bio, im Reformhaus. Und mit Mandelmilch beispielsweise könnt ihr es aufkochen und habt ihr schon einen leckeren Grießbrei. Aber nicht diese Fertigprodukte. Auf keinen Fall habe ich auch gemacht. Bei meinem ersten Sohn. Damals war ich eigentlich auch schon so auf den Trip, wo ich sagte, nee, also ich habe es dann ein paar Mal gemacht, weil ich, das hört sich blöd an, aber ich habe mich überreden lassen, ja, von außen. So, lass ihn doch mal essen, dein Sohn isst so schlecht. Aber er hat halt schlecht gegessen. Er hat nicht schlecht gegessen. Er hat normal gegessen, wie für ein kleines Kind. Hat halt immer wenig gegessen und rumgespielt. Und man will ja als Erwachsener, dass das Kind sein Teller jetzt leer ist und hat auch gut gegessen. Also zwingt das Kind nicht zu essen und kauft ihm nicht diese Fertigsachen. Also komplett diese ganzen Fertigsachen nicht vom DM und Rossmann und so, würde ich gar nicht, also würde ich wirklich nicht machen. Habe ich gemacht, war ein Fehler, würde ich nicht nochmal machen. Erstens schmecken die sowieso ekelhaft, wenn man die als Erwachsene probiert, finde ich. Und zweitens, überleg du mal, mach du mal einen Brei, machst mal so ein Glas rein, lass es wochenlang stehen, das wird doch irgendwann schimmeln. Das heißt, die haben da irgendwie Chemie drin, damit es nicht schimmelt, irgendwelche Konservierungsstoffe, und die lagern sich in dem Körper deines Kindes ein. Schau dir mal Rohkostrezepte einfach mal an. Was heißt Rohkostrezepte? Es ist schon wieder, meistens sind das total komplizierte Rezepte. Es soll so einfach wie möglich sein. Zum Beispiel eine Süßkartoffel, die kannst du kochen. Guck, dass du die aus dem Bioladen bekommst, da kommen sie aus Spanien, zum Beispiel beim Rewe gibt es die aus den USA, da kaufe ich sie nicht. Weil ich denke, es ist vielleicht genmanipuliert, wenn es aus den USA kommt. Oder gespritzt oder was auch immer. Du kannst die kochen, dann hast du schon mal Brei. Das ist süß, du musst nichts dazugeben. Du kannst, wenn du willst, Butter oder Öl oder irgendwas dazugeben. Das ist dann schon mal zum Beispiel ein Süßkartoffelbrei. Ich hoffe, ihr könnt mich so gut sehen. Ich mit meiner blöden Kamera hier. Erbsen kannst du dem Kind geben. Ja? Du kannst die roh essen. Und wenn es zu klein ist, kann es sich sehr dran verschlucken. Dann kannst du die kochen und daraus einen grünen Brei machen. Und vielleicht mit Kartoffeln. So ein Kartoffel-Erbsenbrei, damit es ein grüner Brei zum Beispiel. Das ist jetzt so, was mir einfällt. Ich will euch jetzt nicht einfach Rezepte geben an alle frisch gebackenen Mütter, sondern einfach nur diesen Leitfaden geben. Gib dem Kind von Anfang an Sachen, die natürlich sind, Obst und Gemüse. Versuch es klein zu pürieren, kauf dir einen Pürierstab, kauf dir einen kleinen Mixer. Versuch ihm bitte, wenn es geht, wenn ihr unterwegs seid, keine Kekse zu kaufen, an denen er die ganze Zeit knabbert. Das habe ich gemacht. Mein Sohn liebt immer noch Kekse, ich zwar jetzt auch, aber
Der ganz Kleine kennt das nicht. Ja, wenn wir unterwegs sind, kriegt er eine Banane, er kriegt Datteln, er kriegt Maulbeeren, er kriegt Rosinen. Jetzt mittlerweile kann er die essen. Als er noch viel, viel kleiner war, ich habe ihm keine Kekse gekauft. Bei den ersten beiden habe ich den Fehler noch gemacht. Aber was sind denn Kekse für unterwegs? Also erstens braucht das Kind nicht unbedingt unterwegs was zu essen, wenn es gut gefrühstückt oder gegessen hat. Wenn er aber schlecht gegessen hat, was bei mir auch manchmal passiert, bei dem Kleinen hat gerade keine Lust, dann packe ich ihm was ein. Ja, dann könntest du ihm... Was könntest du ihm denn anbieten? Wie gesagt, die Datteln, ja, die findet er sehr lecker. Oder einen Apfel, könnte man ja klein schneiden. Okay, Apfel für unterwegs ist manchmal schlecht, weil die werden ja dann braun. Aber lass dir selber was einfallen. Werde, wie heißt es, kreativ. Es gibt Orangen, es gibt Mandarinen, aber kein Fertigzeug. Versuch das zu vermeiden. Also meine Kinder lieben zurzeit Brezel. Wenn sie mit dem Papa rausgehen, kauft er immer Brezel. Jetzt ist der Kleine auch auf den Geschmack gekommen. Er liebt Brezel, irgendwie macht das ja auch süchtig dann. Kaufe ich ihm auch ab und zu. Obwohl ich das jetzt nicht gut finde, ich würde eher sagen, lieber, weil das ist halt wieder Gluten und das ist wieder voller Pestizide. Ja, das ist alles einfach nur Schrott. Also wenn du liest, was in diesen Brezeln draußen ist, drin ist es nur Schrott. Ich rede wieder so hektisch, gell? Okay, also, die wichtigsten Sachen, die du als Mutter oder als Vater jetzt mitnehmen kannst, biete deinem Kind Dinge an, von denen du denkst, dass sie gesund sind. Und das sind dann Dinge, die natürlich sind, die nicht verarbeitet sind, die nicht verpackt sind, ja? Alles, was es aus der Gemüse- und Obstabteilung gibt, wenn es geht, Bio. Versuch auf andere Dinge zu verzichten, auf einen ganz teuren Kinderwagen oder auf ganz teures Spielzeug und investiere das Geld in Bio-Lebensmittel, weil das ist die Zukunft deines Kindes. Ich weiß, dass du dein Kind liebst. Jeder Vater, jede Mutter liebt ihr Kind. Und denke an die Zukunft daran, dass es in einem gesunden Körper aufwächst, das Kind. Ja? Umso mehr kannst du vermeiden, dass es krank wird und irgendwelche Krankheiten bekommt oder Allergien. Ja, okay, und das Zwingen, zwinge nicht. Ich kenne das von mir, wenn wir jetzt am Essen sind und die Kinder wollen nicht, dann habe ich manchmal so einen Druck, die müssen aber essen, aber sie müssen nicht essen. Und diese bestimmten Zeiten, in denen wir essen, haben die Kinder manchmal keinen Hunger. Ja, die haben noch einen anderen Rhythmus. Wir sind ja so konditioniert dafür, dass ich zum Beispiel um 9 frühstücke, um 12 Mittag esse und dann nochmal um 6 Uhr Abend esse. Aber es muss nicht sein. Klar, kurz vorm Schlafen gehen ist es blöd, wenn die nochmal essen. Aber wenn die zwischendurch genug hungern, ja, dass du sie nicht immer wieder vollfütterst, immer wieder ihnen dazwischen was gibst, dann haben die auch Hunger. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt gelernt habe mit meinen Kindern. Wenn sie natürlich den Tag über zwischendurch immer irgendwas zum Naschen bekommen, in Apfel oder was Gesundes natürlich. Natürlich, das hört sich auch blöd an. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die zwischendurch was zum Naschen bekommen, dann können die auch danach keinen Hunger mehr haben. Also es ist wichtig, dass die Kinder ein natürliches Hungergefühl entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Früher war das selbstverständlich, ganz, ganz früher, ja, bevor der Krieg kam, dass die Menschen wirklich nur morgens, mittags, abends gegessen haben. Oder vielleicht sogar nur morgens, abends. Aber zwischendurch gab es nichts. Und wir empfinden manchmal auch Durst oder Langeweile als Hunger. Aber da muss das Kind nicht unbedingt essen. Es gibt so viele übergewichtige kleine Kinder, die ich im Kindergarten sehe. Da denke ich auch, woher kommt denn das? Hier kann das Kind, und das ist unbewusst, die Eltern machen es ja nicht böse, die Eltern lieben ja ihre Kinder und unbewusst kriegen sie halt zwischendurch dann nochmal so ein Stück Schokolade, dann nochmal ein Fertighörnchen, aber das, warum? Das sind nur Süßigkeiten. Cornflakes und diese ganzen Sachen, die es da zu verkaufen gibt, diese ganzen Riegel, das sind nur Süßigkeiten, das brauchen die Kinder nicht zu ihrer Entwicklung, es hemmt sie in der Entwicklung und es zieht Vitamine aus ihrem Körper raus. Das habe ich jetzt nicht erfunden, das habe ich so gelesen. Ich muss gucken, ob ich mal einen Link davon finde. Also gerade diese ganzen Süßigkeiten, da ist ja Zucker drin und Zucker. Und damit der Körper das überhaupt verarbeiten kann, dann greift er diese ganzen Vitaminreserven vom Körper an. Ja, er greift das Calcium an, er greift das Eisenspeicher an, um das zu verarbeiten. Und willst du das deinem Kind wirklich antun? Denke nicht, dass du etwas Gutes tust, dass sich das Kind freut, wenn du ihm was Süßes gibst. Deine Erwartungen, dass das Kind sich freut, dein Kind merkt es ja, dann freut er sich auch. Wenn aber ich zum Beispiel jetzt eine Mango kaufe, freuen sich meine Kinder auch. Wenn ich ein Überraschungsei kaufe, freuen die sich auch. Aber ich kaufe kein Überraschungsei, dann kaufe ich ihnen lieber eine Mango oder eine Banane oder Erdbeeren, diese tiefgefrorenen Bio-Erdbeeren, mach damit eine Soße zum Beispiel. Versuche wirklich an deinen Gedanken erstmal zu arbeiten, ja? Deine Einstellung, wie du aufgewachsen bist. Wir sind ja immer so, wir sind alle, fast alle so damit aufgewachsen, dass Süßigkeiten was ganz Tolles sind und dass wir aber auch unseren gekochten Spinat essen müssen. Aber es ist nicht so. Die Kinder müssen den gekochten Spinat nicht essen, wenn sie es nicht möchten. Lass sie einfach. Wenn sie Hunger haben, lass sie erstmal, dann kommen sie wieder, dann kannst du ihnen ja was anbieten. Und ich habe, wie gesagt, mittlerweile auch meine Regeln geändert, was das Essen betrifft. Also die müssen nicht das essen, was auf dem Tisch ist. Wenn sie nicht möchten, ist okay. Dann lassen sie es erstmal. Und es gibt halt Angebote an Obst und Gemüse. So Rohkost habe ich ja immer im Kühlschrank. Such dir was aus, das kannst du essen. Es ist immer noch ein Kampf mit den großen Kindern, muss ich zugeben. Die wollen halt andere Sachen, ja, wie Pommes oder Fischstäbchen, was ich wirklich ganz schlimm finde, gerade Fischstäbchen. Und
Also wenn Leute mir zuhören, die das jetzt sich mit dem Thema nicht auskennen, gibt es wahrscheinlich viel Hate, weil es dann heißt, ja, warum keine Süßigkeiten, warum keine Fischstäbchen. Aber diese Leute spreche ich nicht an. Ich spreche Leute an, die wirklich, oder Menschen, die wirklich... Warte mal, Schatzi. Ich spreche Menschen an, die wirklich etwas bewegen wollen und wirklich etwas ändern wollen und wirklich ihre Kinder zu gesunden Menschen erziehen möchten. Da braucht man kein Fertigzeug. Ja, wir sind zwar damit aufgewachsen, weil es jetzt überall angeboten wird, überall sind Plakate, es wird Werbung dafür gemacht, aber merkt ihr eins, was ganz wichtig ist, alles, wofür Werbung gemacht wird an Lebensmitteln, ist schlecht. Es wird garantiert keine Werbung dafür gemacht, pflückt den Apfel vom Baum, geh dir mal Wildkräuter sammeln, mach dir daraus einen Smoothie, dafür wird keine Werbung gemacht. Es wird Werbung für Milchschnitte gemacht, für keine Ahnung, ich gucke kein Fernsehen, aber da sind Sachen, da wird Werbung dafür gemacht. Und ich, Baba kommt, und ich als Erwachsene, wenn ich mir das anschaue, habe ich selbst Lust drauf, weil diese Werbeindustrie weiß, wie sie Werbung macht. Diese Werbeindustrie, wenn die Werbung machen, machen sie das gezielt und sie sprechen direkt deine Psyche an und die Psyche deiner Kinder. Man merkt es unbewusst nicht. Die machen das so schönes Produkt und du hast das Gefühl, du tust was Gutes deinem Kind und es wird sich freuen. Die machen das extra so, okay? Und wenn du das alles verstehst, und die einfach überlegst, wie hat denn damals meine Großmutter gelebt? Denk jetzt nicht, oh Gott, die waren so arm, die hatten nichts zu essen oder was auch immer. Dann denk daran, dass man das gar nicht braucht, weil früher haben es die Menschen auch nicht gebraucht und die haben überlebt. Guck mal, wie viele Millionen Jahre es Menschen gibt und die haben diese ganzen Lebensmittel gar nicht gebraucht, die es jetzt beim Rewe und so weiter gibt. Okay, die haben das nicht gebraucht, die haben sich einfach Sachen gepflückt und wenn es das nicht gab, gab es was anderes. Ich hatte jetzt beispielsweise vor kurzem ein Gespräch mit meinem Mann, da ging es um Peperoni. Er liebt Peperoni und meinte, ja, im Bioladen gibt es keine, ich gehe mal dann zum anderen Laden. Da habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht zu kaufen. Ja, aber wenn es keine Peperoni gibt, was soll ich denn machen? Ich kann nicht ohne. Da habe ich denen gesagt, das ist jetzt gerade keine Saison, dann brauchen wir es nicht zu essen. Wir sind so verwöhnt, dass wir zu jeder Zeit alles haben an Früchten und Gemüse. Aber wenn es nicht die Saison ist, müssen wir es nicht haben. Dann müssen wir auch ein bisschen an uns arbeiten und daran denken, okay, es gibt ja andere Sachen, dann esse ich halt Blumenkohl, ja, zum Beispiel. Ich will das Video jetzt wieder nicht zu lang halten, ist bestimmt schon wieder ewig lang. Wenn du frisch gebackene Mutter bist, schreib mir unten, falls du Fragen hast, was die Ernährung angeht. Ich kann gerne nochmal ein Video dazu machen, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe. Aber die wichtigsten Sachen, denke ich, habe ich schon aufgezählt. Macht halt nicht den Fehler, ja, wie ich es mit meinen beiden ersten Kindern, das Falsche anzubieten. Ja, falsch ist es nicht, ich habe jetzt daraus gelernt und ja. Man kann es immer noch gut machen und die Kinder nehmen die Eltern als Vorbild. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, egal, was die essen, die gucken alles von den Eltern ab. Okay, dann wünsche ich dir als frisch gebackene Mama alles Liebe und Papa und alle, die mir zuschauen. Und ja, bis bald zum nächsten Video. Tschüss!